tausende Besucher auf der Olympiaschießanlage bei den deutschen Meisterschaften. Publikumsmagnet war das finale Luftgewehr-Damen. So voll war es selten und selten auch so bayerisch, das Finale. Auch Urgestein und Rio-Goldmedaillengewinnerin Barbara Englieder war unter den letzten 8. 2 BSSB-Damen dann auf dem Treppchen. Freude über Bronze bei unserer Sabrina Hösel, Silber für unsere Selina Gschwantner, die sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um Gold mit Julia Simon lieferte. Gewehrtrainer Mario Gonsierowski ist stolz auf seine Jungs. Beim Liegenkampf Männer steckt beim kommenden Weltcup 100% Bayern in der Nationalmannschaft. Christoph Kaulich, heute Dritter, aber ringgleich mit dem 4. Maxi Dallinger und Daniel Brodmeier, natürlich wieder ganz oben. Und unser Brody ist ja schon in Höchstform. 600 Zähler liegend. Mehr geht nicht bei den 60 Schuss. Ja, also 600 gefällt mir. Also besser geht's wirklich nicht und heute war ein geiler Tag. Also heute war es echt super. Hab mich gefreut, Wettkampf war gut. Leute waren dann noch ganz lustig und jetzt hat so ein schöner Abschluss jetzt vor der Weltmeisterschaft, das echt macht Laune. Ja. War ein tolles Ergebnis, ist natürlich immer schön, wenn man liegend voll schießt. Aber es war auch auf der Zehntelwertung ein Ergebnis, was international Format hatte. Und ich glaube, das war nochmal eine Bestätigung, dass er wirklich in einer ausgezeichneten Liegenform ist und zur WM entsprechend optimistisch dann auch fahren kann. Und unsere Monika Arsch ist mit ihrer Sportpistole auch auf Rekordjagd. Deutsche Meisterin mit neuem Rekord. Erst schnell noch ein Autogramm geben, dann sich eine weitere Goldmedaille um den Hals legen. Unsere Moni eben. Das war ein Finale, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt und es war wirklich richtig, richtig gut. Ich wollte viele Muschen schießen, also viele Innenzehner und das habe ich gemacht. Das hat ganz oft blinkt und ich habe ganz oft in die Mitte getroffen und es waren wahnsinnig viele Treffer. 42 Stück, das ist glaube ich jetzt neuer deutscher Rekord und ja, ich habe es richtig gut gemacht und freue mich echt, weil es wirklich ein starkes Finale war. Ja, ich freue mich natürlich für den Landesverband Bayern, dass er da die Goldmedaille und die Silbermedaille gewonnen hat. Ich freue mich für die Moni, dass sie mit 42 Hits vor allem einen neuen deutschen Finalrekord aufgestellt hat, auch glaube ich 3 Hits über dem Weltrekord liegt. Und ich freue mich besonders auch, dass alle 3 WM-Fahrerinnen, die Michelle Skerres und Doreen Wennekamp auch im Finale waren, mit Ergebnissen über 580, Mitte 580. Und ich glaube, wir sind für die WM super vorbereitet. Starke Leistungen gab es auch in den Juniorenklassen. Und einer hatte gleich doppelt Grund zu feiern. Marvin Ott, Goldmedaille und Happy Birthday, lieber